mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Ich will heute mit euch über einen Begriff reden, der erstmal ziemlich verstaubt und alt klingt. Das jüngste Gericht. Erstmal sacken lassen. Kein Begriff, mit dem wir uns jetzt im Alltag irgendwie ständig beschäftigen, oder? Aber vielleicht kann ich euch ein bisschen davon überzeugen, dass der Begriff doch nicht so fernab von unserem Alltag ist. Fangen wir mal vorne an. Was stellt ihr euch so vor, wenn ihr an das jüngste Gericht denkt? Also ich stelle mir da klassisch einen Richterstuhl irgendwo im Himmel vor, wo dann entschieden wird, ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch war. Alle meine Taten werden aufgerechnet und dann die finale Entscheidung. Komme ich in den Himmel oder muss ich für immer in der Hölle schmoren? Ganz ehrlich, ja, diese Vorstellung, die ist dann wirklich fernab für mich persönlich von unserem Alltag. Es mag Leute geben, für die ist das anders. Und früher war das tatsächlich für viele Leute ein Thema. Das hat sie täglich belastet und beschäftigt. Nehmen wir zum Beispiel Martin Luther. Der Typ hatte wirklich grundlegende Angst, dem Urteil Gottes nicht standhalten zu können. Das Urteil Gottes, okay, das ist jetzt auch wieder so ein Begriff, der mich vielleicht in meinem Alltag wirklich nicht begleitet. Aber ganz ehrlich, kennt ihr das nicht auch, dass man jeden Tag beurteilt oder sogar verurteilt wird? Oder dass man zumindest Angst davor hat, dem Urteil der anderen nicht standzuhalten? Bin ich gut, so wie ich bin? Mache ich gerade alles richtig? Wir urteilen und verurteilen jeden Tag. Ich selbst habe da auch keine weiße Weste an. Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich Menschen in Schubladen stecke oder sie verurteile, obwohl ich das eigentlich gar nicht will? Der Kellner kommt nicht schnell genug an meinen Tisch, zack, der ignoriert mich bestimmt extra, verurteilt. Dabei hatte er vielleicht wirklich was zu tun oder einfach einen schlechten Tag. Ich lade jemanden ein und er antwortet nicht. Und direkt kommt mir der Gedanke in den Kopf, wow, der wartet bestimmt noch auf eine bessere Verabredung. Verurteilt. Dabei war er vielleicht wirklich einfach nur nicht am Handy. Ich will immer allen Menschen gleich und wertschätzend begegnen. Aber das ist so schwer. Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann urteile ich doch. Bewusst oder unbewusst. Immer. Ist doof, ja, ich weiß. Aber irgendwie auch menschlich, oder? In der Bibel steht, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Das klingt so weit weg, wie eine Rechnung, die am Ende unseres Lebens bezahlt werden muss. Aber wisst ihr was? Ich denke, dieser Richterstuhl, vor dem stehen wir schon jeden Tag. Vor Gott, vor anderen und nicht zuletzt vor uns selbst. Und wir können da auch nicht aus unserer Haut. Aber vielleicht können wir uns daran erinnern, dass wir manchmal zu hart mit uns ins Gericht gehen. Wir beurteilen uns und wir verurteilen uns für unsere Taten. Mir persönlich hilft da ein Blick auf Gott. Er sieht mich und meine Taten und verurteilt mich eben nicht dafür. Und da sind wir dann auch wieder bei Martin Luther. Denn der hat für sich erkannt, dass Gott eben nicht dieser böse und radikale Richter ist, sondern ein gerechter und gnädiger Richter. Er spricht dir Gnade und Recht zu, obwohl du dich oft genug daneben benimmst. Und warum? Weil er dich liebt, so wie du bist. Und er an das Gute in dir glaubt. Okay, zugegeben, das war doch jetzt etwas schnell von Angst und Hölle zu Wolke 7. Aber im Prinzip trifft es das. Das ist kein Freifahrtschein, zu machen, was man will, aber der Zuspruch, dass es okay ist, wenn man mal Fehler macht. Da ist jemand, der sieht dich genau so, wie du bist. Und er verurteilt dich nicht für deine Taten. Denn du bist ein Mensch mit deiner eigenen Geschichte, deinen eigenen Höhen und Tiefen.
Ich persönlich finde diesen Gedanken sehr tröstlich. Da ist jemand, der liebt mich trotz meiner Fehler. Und dieser jemand ist am Ende des Tages für mich persönlich Gott. Das mag nicht auf jeden von euch zutreffen und das ist vollkommen okay. Aber seien wir ehrlich, auch wenn es nicht Gott ist, so jemanden, der uns so annimmt, wie wir sind und uns nicht verurteilt, den brauchen wir doch alle. Und das können auch einfach Menschen in unserem Umfeld sein. Eine gute Freundin, ein guter Freund, Geschwister, eine Mutter, ein Vater, ein Partner oder eine Partnerin oder jegliche Menschen, die uns mit diesem wertschätzenden Blick anschauen. Und vielleicht können auch wir solche Menschen sein, die den anderen mit diesem wertschätzenden Blick anschauen und ihm seine Fehler nicht nachtragen. Ich persönlich brauche das und das eigentlich täglich. Und wisst ihr warum? Weil ich selbst mein gnadenlosester Richter bin. Jeden Tag. Ich gucke mich morgens in den Spiegel und wie oft denke ich, oh je, wie siehst du denn heute aus? Ich verlasse das Haus, ohne den Müll runterzubringen und denke, oh Mann, Julia, du bist so vergesslich. Ich laufe auf dem Weg in die Stadt an einem Obdachlosen vorbei, der mich um Geld fragt und sage ihm, ich habe keins. Und eine Stunde später bin ich in einem Geschäft und kaufe für viel mehr Geld ein, als ich eigentlich wollte. Und so geht das den ganzen Tag weiter. Da ist immer mein Wegbegleiter bei mir. Mein schlechtes Gewissen. Diese Stimme in meinem Hinterkopf. Dieser kritische Blick auf mich selbst. Das jüngste Gericht, was erstmal so weit wegklang, ist für mich und vielleicht auch für euch eine tägliche Realität. Wir richten und wir werden gerichtet, von uns selbst und von anderen. Mir persönlich tut der Gedanke gut zu wissen, da ist einer, der steht über den Dingen. Der misst uns nicht an menschlichen Maßstäben, sondern guck mich wertschätzend an. Immer. Trotz oder vielleicht sogar wegen meiner Fehler. Und so einen Blick brauchen wir alle mal. Mein Ziel wäre es, mich selbst auch öfter mit diesem Blick anschauen zu können. Und wie war das noch gleich? Positive Gedanken führen auch zu positiven Ergebnissen. Vielleicht muss ich mich selbst auch häufiger loben, wenn ich etwas Gutes getan habe oder etwas gelungen ist. Das nächste Mal, wenn ich zum Beispiel nicht vergesse, den Müll runterzubringen, dann lobe ich mich vielleicht einfach mal dafür. Oder vielleicht stelle ich mich gleich mal vor den Spiegel und versuche mich mal mit einem anderen Blick zu betrachten. Ich bin mir sicher, ich werde irgendetwas Kleines finden oder auch etwas Großes, was mir an mir gefällt. Macht ihr mit? Ich bin sicher, wir finden viel mehr Schönes und Liebenswertes in uns und in anderen, als wir glauben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.